Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chair und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs. Beziehungsweise, um ein bisschen genauer zu sein, bin ich hier in der heroischen Version der Himmelsnadel. Und hier habe ich mir wieder ein schönes Achievement rausgesucht, denn ich möchte euch hier wieder so einen kleinen Achievement-Guide bieten. Es geht heute um den Erfolg Ixtasolis und den findet ihr wie immer unter Dungeon-Schlachtzüge und dann unter Draenor Dungeons. Ja, ich bin hier bereits beim dritten Boss bei Rukram, denn hier müssen wir dieses Achievement abschließen. Für den Erfolg müssen wir laut Achievement-Text gleichzeitig drei Aschehaufen durch den Boss in diese Sonnenvögel verwandeln, die ihr schon rumflattern seht. Und ja, wie machen wir das? Der Boss schießt hier immer diese Feuerkugel, die ihr eben gesehen habt, auf einen Aschehaufen. Wenn der trifft, dann ist es so, dass aus diesem Aschehaufen ein Sonnenvogel spawnt. Und ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Sonnenvögel zusammenziehen, dann stunnen und dann dementsprechend runter aehen, sodass diese Aschehaufen aufeinander liegen. Denn dieser Achievement-Text ist leider nicht richtig. Wir brauchen nicht drei, sondern fünf von diesen Vögeln, die gleichzeitig durch den Boss wieder erweckt werden. Und dementsprechend müssen wir einige Sonnenvögel zusammenziehen. Ihr seht das schon, die Gruppe von mir ist hier eigentlich nur am Rumlaufen und am Sonnenvögel kiten, beziehungsweise so zum Kiten, dass sie einigermaßen zusammen sind. Seht schon, jetzt fliegen sie alle zusammen, wir haben sie gesandt und dann dementsprechend runter DPS und haben hier jetzt sogar sechs von diesen Aschehaufen aufeinander liegen und sobald der Boss darauf schießt, werden die alle wiederbelebt. Ja, warum müssen wir die vorher stunnen? Das hatte ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar ist es so, wenn einer von diesen Sonnenvögeln stirbt und nicht gestunnt ist, dann geht er in die Luft und dann haben wir einfach die Problematik, dass er andere Sonnenvögel wiedererweckt und das wollen wir ja nicht. Also sprich, nicht die Sonnenvögel sollen hier die Aschehaufen auslösen, sondern der Boss für das Achievement. Und ihr seht schon, bei uns hat das hier geklappt. Der Erfolg ist aufgeploppt mit dem Boss-Kill, was übrigens auch nicht im Achievement steht. Also sprich, das Achievement ist in zweierlei Hinsicht falsch. Einmal, dass man nicht drei, sondern fünf braucht. Und zum anderen muss man auch den Boss töten, was ebenfalls nicht im Achievement steht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr von solchen Guides sehen wollt, also sprich, ich habe vor, alle heroischen Instanzen durchzuspielen und dementsprechend dann Achievement Guides für dieses Meta-Achievement zu bieten, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.